So, da kommen wir wieder zurück zu Formel 1 2018. Ihr seht auch, in der Karriere steht jetzt mit der Saison 2 Runde 5 und nicht wie ich gestern die Aufnahmesession hatte mit Saison 2 Runde 1. Wir machen jetzt heute zwei Grand Prix, 25% und zwar möchte ich einmal mit dem Williams 25% Rennen fahren. Und einmal mit den 2009er Brawn. Wie in diesem Fall ist den Brawn GP. Und wir fahren. Ja, wo fahren wir denn mit dem Brawn GP? Würde sagen, Ocaring. Mehrklassen. Aber Mehrklassen komplett. Training keine, Qualifying keine, 25%. 15 ist einfach, das ist auch nebenbei, dass ich, was ich jetzt in der KI fahre mit KI-Fahrerstufe. Safety Car machen wir an. Und dann können wir auch weiter. Wie gesagt, mir geht es jetzt hier nicht drum, in 25% Rennen um den Top 3 zu fahren oder so, das ist für mich, wie gesagt, nebensächlich. Nein, diesmal trinke ich keinen Kaffee, auch keinen Tee. Sondern ich trinke was anderes. Willkommen am kurvenreichen Ungaroring. Diese beliebte Strecke hat im Lauf der Zeit zwei Weltmeisterschaften entschieden. Es ist Zeit für den großen Preis von Ungarn. Der Ungaroring, 19 Kilometer nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest, bietet 14 Kurven voller Geschichte und Prestige. Das Überholen auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke war immer schon schwierig, doch vor allem die letzten Jahre brachten uns außergewöhnliche Rennen. Hoffentlich erleben wir heute auch so eines. Wieso schalte ich es? Okay, da muss ich noch was umstellen. DualShock 4 Wireless Controller Lautsprecher aus. So, dann kann ich nämlich unten Gewicht nämlich komplett hochladen. So, wir haben 18 Runden, die wir hier fahren müssen. Wir können praktisch mit 0 Stops oder mit einem Stop fahren. Ich entscheide mich aber dementsprechend, denn wir können auch einfach den nehmen. Und dann starten wir einfach mal. Jetzt habe ich die Einführungsrunde, glaube ich, nicht, ne? Ne, die Einführungsrunde habe ich jetzt vergessen, mache ich dann zum nächsten Rennen. Also, sie ist wieder hinten reingefahren. Was mache ich? Die bleiben einfach auf ihrer Witzlinie. Thank you.
18 Fahrer, P1 von P8 in meiner Klasse Numero 1. Das sind, glaube ich, zwei Klassen. Einmal die Klasse der Fahrzeuge 2000 bis 2010 und dann halt die Klassen von den 70ern bis 99. Vielleicht auch drei Klassen. Also man hat die 2000er, die 90er, die 80er und die 70er oder wie auch immer. Also sieht ja unterschiedliche Farbkennzeichen auf den Strecken. Rennen, wo der mit dem BMW fahren, mache ich dann auch die Einfahrtsrunde an. Los, los, los! Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Mit ganzem Flügel fährt sich natürlich einfacher und schöner, als wenn man nur noch einen halben Flügel hat. Ups, da ist er zu früh reingelenkt. Muss ich aber früh bremsen. Also die Kämpfe, zwei, drei Kämpfe, die sind nice. Das hat Gruppenmasters gut gemacht. So, jetzt muss ich meine eigene Felder erfahren. Die wahrscheinlich irgendwo in Kurve 2 dort sind, ja. Thank you.
selbst es wird ein bisschen dunkel hier im Spiel, kann ich vielleicht anfangen zu regnen. Muss man auf der nächsten Lang gerade nach dem Wetterbericht fragen. Angeblich soll es ja schon regnen, aber er hat dann ziemlich und klingt der Regen ab. Also wir werden mal sehen, ob da was passiert oder nicht. Jetzt mich verbremst. Und da war schon den ersten, den man überrunden kann. Okay, gut für mich. Die vorne haben auch noch welche zu unten gerade. Also bin ich hier relativ schnell. Okay, bei allen drei Klassen. Ja, Klasse 1, 2 und 3, das ist dann so wie hier. So, weil der unnötige Aufwärmfall, den lasse ich auf mir nicht sitzen. Hör mich auf anzuditschen. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Dann müsste ja vor mir jetzt der Ferrari-Fahrer sein. Eigentlich. Ich glaube der 2004er-Fahrer, weil der am meisten Leistung hat. Geschwindigkeit her. Ja.
mussten der 2002er oder der 2004er sein, weil 2007 hatte Ferrari keine Partnerschaft mehr mit Vodafone gehabt. Die war 2007, 2008 bei McLaren. Ist das auch noch eine bessere Beschleunigung? Ich glaube, es ist aber der 2004er Ferrari. Na klar, kann ich später auf der Bremse stehen und an ihm vorbeihuschen, so ist es nicht. So wie hier zum Beispiel jetzt gerade. Später auf der Bremse, aber gleichzeitig wieder rum, früher auf dem Gas. Im Schubsweg bin ich. Ich hätte mir zum Beispiel die Anzeige unten rechts, die wir haben, mit Gang und so weiter, einen Ticken tiefer vorgestellt. Dass man den Rückspiegel reingucken kann. Oder es ein bisschen kleiner gemacht und dann nach rechts verschoben. Was? Ich kriege jetzt echt eine Durchfahrtsstrafe. Du hast eine Durchfahrtsstrafe. Oder eine Durchfahrtsstrafe auferlegt. Ich habe doch nur einen Ticken früher Gas gegeben. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo das Virtual Safety Car weggegangen ist. Das hole ich mir dann wieder. So ist es ja nicht mehr. Thank you.
Mein Gott, Alter. Teilweise frage ich mich, wie die bremsen, Alter. Sind es mal richtig unnötig. Bei dem Virtual Safety Card, okay, da kann man sich noch drüber streiten. Jetzt auf diese eine Sekunde hin oder her zu früh Gas geben oder nicht, aber jetzt diese drei Sekunden, die sind eigentlich überflüssig. Jetzt sind wir in der Klasse 2, schon noch über unten, okay. Alter, zieh mich mal ein bisschen mehr mit, Kollege. Na ja, dann komme ich gleich mal von außen, ne? Dann geh noch mit, dann habe ich einen kleinen Puffer gehabt. Das war mal ein Quersteher. So, jetzt kann ich die 3 Sekunden rausfahren, die ich ja brauche. Jetzt ist er, glaube ich, auch vorbei. Ja, aber ich habe jetzt so meine 3 Sekunden, glaube ich, jetzt Vorsprung. Na, 2 Sekunden sind es.
Aber das muss ich auch mal 3 Sekunden plus haben. Ja, 7,5. Ich brauche ja genau 3 Sekunden, also 3,000, dann würden wir beide Platz 1 sein. Bei 2,999 würde ich den Platz verlieren und bei 3,001 werde ich den Platz behalten. Exakt bei 3 Sekunden, da weiß ich nicht. Der Force wäre normalerweise auf Platz 9, aber da einer aus Gruppe 1 bei uns ausgeschieden ist, sind die nämlich jeweils um einen Platz höher gekommen. Von mir aus kannst du jetzt gerne anfangen zu rechnen. Kann sein, dass ich im nächsten Rennen, wo wir den BMW fahren, trotz auch vielleicht sage, ich mache dort einen Boxenstopp, um ein bisschen mehr Spannung reinzuhauen. Gibt's noch höher als 3? Nein. So, ich lasse euch mal kurz mit den Siegerbilder alleine und mache mir kurz mal einen Kaffee schnell. Bin gleich wieder da. Sind vorüber. Jetzt ist es Zeit, das alles erst einmal zu genießen. Gratulation an unsere heutigen Top 3.
Anscheinend hat sich hier gerade das Spiel auf Gang. Na, hier seht ihr schon Life is Strange, ein Tag, drei Stunden. Kann ich mit Life is Strange anfangen? Morgen ist ja Dienstag, der 25. Da kann ich dann mit der zweiten Episode zu The Walking Dead anfangen. Aber dazu werde ich dann morgen auch noch was sagen, was ihr allerdings dann erst am Dezember 2020 sehen könnt. Da gehe ich aber dann morgen ein Video drauf ein. Vielleicht mache ich noch ein extra Video dazu. Ich weiß es noch nicht. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal fürs Zugucken, fürs erste Rennen mit dem Braun. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir ein zweites 25% Rennen fahren mit dem BMW aus dem Jahre 2003.